Ja, hallo und willkommen zurück bei Conan Exiles. Die Farmrunde ist beendet. Es ist noch Nacht. Wir sind ja noch unterwegs mit dem neuen Träger, den wir jetzt erstmal umbenennen werden. So, und wie man sieht, 3300 Eisen, einiges an Stein. Meine beiden Tools sind komplett kaputt. Ich habe tatsächlich Verwendung für beide gefunden. Und ich hoffe, dass uns das Eisen jetzt erstmal ausreicht. Dann reiten wir jetzt erstmal in dieses Camp da hinten, machen so ein bisschen Frühsport. Und dann geht's weiter zur Höhle, wo unser Rad noch steht und unsere potenzielle neue Mitarbeiterin hoffentlich fertig ist mit ihrer Ausbildung. Aus dem Weg! Ah, fast. Was ist hier dabei? Glas? Okay. So. Schleppo ist übrigens Stufe 7 schon. Das kommt alles nur von den Felsnasen, die da rumstanden überall. Ach, weißt du was, wo ich das gerade sehe hier? Wir haben doch die Reise oben in der rechten Ecke. Und da können wir doch mal einen Punkt erfüllen und zwar eine Kugel werfen. Bop. Hui. 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 Okay, ich hör auf. Ey, ihr da. Kennt ihr schon meine Kugel? Schleppo, Angriff. Zimmermann 2, was haben wir denn hier noch? Zimmermann 2 nochmal und Kämpfer. Naja. So, alles gut. Reicht das als Frühsport? Hier gibt es doch auch noch eine Kiste, wenn ich mich richtig erinnere. Tja, so ein Dreierträger hat einfach mal eine ganze Reihe mehr. Da passt ein bisschen mehr rein. Wiegt das eigentlich noch was, wenn das kaputt ist? Ja gut, dann kannst du das auch mal halten. Ich habe übrigens von zu Hause die Schlangenpfeile mitgenommen. Einfach mal, um die auszuprobieren. Nimm mal den ganzen Quatsch. Das hier brauche ich gar nicht. Weg damit. Ich suche jedes Mal in diesem Camp, wo die Truhe ist. Hier ist eine. Sprengdrüse, oh. Okay. Ab zur Höhle, zum Rad. Und schauen, was die Kämpferin dort macht. Weiß gar nicht, ob es von der Zeit her gereicht hat, ob die jetzt schon fertig sein kann überhaupt. Wir werden es sehen. Ah, die ist ja noch im Kreis laufen. Oh, und hier ist eine Hyäne. So, wie weit bist du denn? Oh, noch gerade knapp über der Hälfte. Oh, da habe ich mich aber verschätzt. Tja, was machen wir? Dann bringen wir erstmal die ganze Beute hier nach Hause, würde ich sagen. Und wir können ja nochmal in die Höhle reingucken. Ich meine, kann ja sein, dass da jetzt noch ein NPC ist. Wenn wir jetzt sowieso nach Hause reiten, dann können wir halt auch noch einen mitnehmen. So, was mir gerade auffällt, du musst natürlich passiv bleiben. Sonst funktioniert das Ganze hier nicht. Irgendwas dabei? Naja. So, und Pferd bleibt auf jeden Fall wieder draußen. So, hallo da unten. Na super. Hier, Zimmermann 2 und Zimmermann 1. Mach mal weg. Das ist ein Kämpfer. Und Ziegel. So, und dann habt ihr hier oben bestimmt wieder irgendwelche Bogenschützen. Da sind sie. Ups. Jedes Mal falle ich auf denselben Trick rein. Someone's coming.
Na, kommt her hier. Keine Lust, mich da voll in die Pampa reinziehen zu lassen. Ihr hattet nichts dabei, was mich interessiert. Oh. Oh. Der hat sich versteckt. So, da hinten sind noch zwei Tänzer. Aus einer Dreier-Tänzerin. Aber wir haben ja schon unseren Named-Tänzer. Oh, die hat eine mittlere Rüstung dabei. Nimm das mal. Und das. Das. Das möchte ich hier mal ziehen. Nope. Na toll. Funktioniert das überhaupt? Nope. Ah, da kommen alle. Schade. Okay. Rüstungsmacher 1. Mach weg. Dann haben wir da irgendwas mit einem Hammer. Ich glaube, das ist ein Priester. Das ist mal ein Dreier-Kämpfer. Dann haben wir hier noch was. Ein Kämpfer 2. Der Priester. Uah. Na, Mitra, hohe Priester, okay. Aber das haben wir ja schon rausgefunden, dass wir die nicht brauchen. Ja, nochmal eine mittlere Rüstung, okay. Die waren schon tot. Und hier steht nur noch ein Bogenschütze. Ja gut, dann haben wir hier keinen Named Beruf, nur den Priester gehabt. Kann ja nicht immer was Gutes dabei sein. Ja gut, dann geht's erstmal Richtung nach Hause. Ach, wo ich das gerade sehe. Das können wir doch machen, das bietet sich doch an. Vielleicht ist hier ja sogar jemand, den wir mitnehmen wollen. Denn hier haben wir ja noch einige Rezepte zu holen. Da wurde ja freundlicherweise darauf hingewiesen, dass ich da vergessen habe, die Bücher anzuklicken. Oh, das war ein Level-Up, aber nicht für den Schleppo, sondern für mich. Der ist Stufe 8 jetzt. Sehr gut. So, hab allerdings nicht so viel Trageplatz jetzt, um hier alles mitzunehmen. Gehen wir doch einfach mal straight hier rein. Na los, Schleppe. Mach dich nützlich. Ja. Ja, Schleppo regelt. Wer schießt denn jetzt hier noch? Ach, da. Oh, Silbermünzen. Boah, ich kann kaum noch was tragen. Ich muss gleich mal ihm noch ein bisschen was geben. So, trag mal was. Zum Beispiel nochmal diese mittlere Rüstung hier. Holz habe ich noch. Was? Mein Pferd in Ruhe. Oh, oranges Färbemittel. Okay. Ah, jetzt wieder die tolle Musik. Das sind ja alles nur Kämpfer hier. Gott, lasst mich doch mal heilen, Jungs.
interessant mit der Vergiftung. So, hier ist schon mal ein Buch. Hier haben wir schon mal einen Emote. Verhauen. Aber das war ja nicht das Wichtige. Das Wichtige waren ja die Rezepte. Weg. Oh mein Gott. Warum sind das so viele? Okay. Dann gehen wir jetzt hier ganz nach oben. Oh Gott, sind das viele. Ich muss mal runter. Wir bekämpfen die mal hier unten. So, mal eins. Gut, das hier ist ein Kannibalen-Rolling, aber der war ja als Kämpfer auch gar nicht so gut. So, hier haben wir erstmal wieder die Kisten. Oh, Pulver der Verderbnis, Goldstaub. Goldstaub ist gut. Machen wir mal die Sachen hier noch mit. Die kann er sowieso tragen, denn... Achso, und wenn ich das hier aktiviere, dann kriege ich doch auch was. Schädelsammler. Na, alles klar. Das ist eins von den Talenten, die man hier bekommen kann. So, dann haben wir hier noch eine Kiste. Pulver der Verderbnis. Material nehme ich jetzt auch mit, weil er hat ja sowieso schon Stacks davon. Und wir brauchen das ganze Zeug ja nun mal. Dann haben wir hier noch was. Medizinmann. So, da hinten sind die nächsten. Hier steht noch eine Kiste. Nochmal Pulver der Verderbnis. Material. Nehmen wir das mit. Und dann holen wir die am besten mal her, bevor ich hier wieder zu viel ziehe. Das ist ein Jogpriester. Ah, Bogenschütze. Dreier. So, und dann liegt direkt hier auch schon das nächste Buch. Bei Jörg knien. Das sind alles Emotes. Nice. Ja, gab ja tatsächlich einiges hier. Na gut, wir haben aber noch nichts zum Mitnehmen. Dann gehen wir hier einmal durch. Das ist ein Zweierkoch. Hier aber nochmal Pulver der Verderbnis und Baumaterial. Ich schätze mal, da oben wird dann auch kein Beruf mehr sein, oder? Das da könnte vielleicht noch einer sein. Bis jetzt kommen alle. Fari Medizinmann. Tänzer. Brauchen wir auch nicht.
Tja, schade. Hätte gedacht, bei dem großen Camp hier lohnt sich's vielleicht, einen mitzunehmen, aber nichts zu machen. So, ach, hier ist noch einer. Tschüss. So, hier lag doch noch so ein Teil rum. Hier. Zack. Kochspezialist 6, Kochspezialist 1. Da haben wir nochmal die Kochrezepte gelernt. Sehr gut. Hier haben wir nochmal Loot. Und hier haben wir noch mehr Loot. Und dann können wir ja jetzt nach Hause reiten. So, wieder zu Haus. Und natürlich wieder Verfolger. So, dann gib mir mal das ganze Zeug hier. Und ich pack das kurz weg. Und das ganze Eisen, das kommt natürlich in die Schmiede. Und dann werde ich noch kurz die Werkzeuge reparieren und dann geht's weiter. Nur wenige Minuten später. So, ich habe mal nur die Spitzhacke repariert. Ich glaube, den Stahlpickel, weiß ich nicht. Den repariere ich erst, wenn ich ihn wirklich mal brauche wieder. Im Moment ist mir das Stahl mehr wert. Schleppo, hast du noch genug zu essen? No, du hast ganz schön viel verbraucht. Hier haben wir ja gar nichts mehr. Soll ich was aus dem Rad rausnehmen? Ah, hier haben wir noch genug. So, zack. Und wie sieht's hier eigentlich aus? Die Schmelzerin ist bald fertig und der Tänzer ist auch in der Ausbildung. Dann lass uns doch heute nochmal einen kleinen Ausflug machen. Und zwar hierhin. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. The Den auf Englisch. Und dort sollten sich doch NPCs finden, die wir haben wollen. Ist ein ziemlich großes Camp, ist ein Hauptcamp von einer der Fraktionen. Aber ich denke, mit Schleppos Hilfe kriegen wir das hin. So, hier sind wir auch schon am Eingang zu dem Lager. Oder besser gesagt Hauptstadt. Hauptstadt müsste man ja sagen. So, wir werden hier verfolgt von so einem komischen Schlangenvieh. Hast du dir so gedacht? Riecht man hier was raus? Reptilienhaut, ja, wer hätte es gedacht? So, trinken wir was und essen vielleicht noch so eine Keule und dann geht's hier mal rein. Oder wir ziehen die einfach zu uns. Ich habe keine Pfeile. Oh, toll, ich habe meine Pfeile weggelegt. Na, das war ja schlau. Das ist ein Rüstungsmacher 2 und hier haben wir noch einen Kämpfer 2. Na, Rüstung. Eisen. Aloi. Und natürlich wieder die beliebte Kiste mit Nachschubsmaterialien. So, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse das Pferd einfach mal hier draußen stehen. Das muss mir jetzt nicht im Weg rumrennen. Gut. Boah, Wahnsinn, sind hier viele. Ich habe keinen Bogen. Pfeile gelootet? Nee, habe ich auch nicht. Das da hinten ist ein Sklaventreiber-NPC. Ja, es ist Mist, wenn die jetzt hier alle kommen. Zuchtmeister 2 nur. Wenn, dann würde ich einen 3 annehmen. Okay, die da hinten sind nicht mitgekommen. Das ist gut. Jetzt haben wir auch wieder Pfeile.
Und es dämmert. Aber ich habe ja die Fackel und den Einhänder, notfalls. Aber wäre natürlich cooler, wenn wir jetzt einfach jemanden finden, den wir mitnehmen wollen. So, dann. Ah, okay. Jetzt haben wir sie eh gezogen. Oh, Klaue von Jabal Sack. Ich glaube, das ist eine gute Kämpferin. Wenn ich mich nicht irre. Dann sollten wir die auf jeden Fall mitnehmen. Mach mal den Koch weg, Schleppo. Und ich übernehme die andere hier, falls ich mal irgendwie ganz kurz Zeit habe, meine Waffe umzurüsten. Das Problem ist jetzt nur, es ist schon wieder dunkel und... Naja, wie das mit der Fackel und dem Seil ist, wissen wir ja. So, ran ans Seil und dann gleich wieder raus hier. Ich weiß, es gibt hier auch noch Rezepte in dem Camp. Aber jetzt im Dunkeln will ich mich nicht durchschlagen und außerdem will ich die hier nicht verlieren. Nicht, dass sie irgendwie despawnt, wenn die hier rumliegt oder durch die Welt fällt. Man hat das ja alles schon gesehen. So, dann bringe ich die erstmal nach Hause und dann will ich mal gucken, dass das ein bisschen schneller geht mit dem Eisen einschmelzen. Vielleicht baue ich einfach einen zweiten Ofen noch. So, endlich wieder Licht. Rein mit dir. Wieder die üblichen. Jedes Mal dasselbe hier. So, Schleppo. Wie weit haben wir es denn geschafft mit dir? Stufe 9. Naja, ein Level noch, dann kriegst du deinen ersten Perk. Und dann haben wir jetzt zwei Kisten, die wir aufmachen können. Böp. Einmal 1000 Holz. Und nochmal 1000 Holz und 500 Stein. So. Ofen. Gleich mal Stein hier abladen. Das Eisen auch. Ah, aber das dauert halt so lange, ne? Ich glaube, ich baue noch einen zweiten. Der war gar nicht so teuer, oder? Nee, guck mal. 100 Eisenbahn, 50 Ziegel. Das können wir doch machen. Das haben wir doch sogar hier drin zu liegen. Dann nehmen wir nämlich den Trockner hier weg. Und die Saftpresse nehmen wir auch hier weg. Dann stelle ich den zweiten Ofen nämlich daneben. Stellen wir die anderen Sachen hier erstmal temporär irgendwo auf. Bis mir dazu ein besserer Platz eingefallen ist. So, Ofen Nummer 2. Dann heißt es jetzt ein bisschen umsortieren. Ich nehme mal hier die Hälfte raus. Und hier 1500 raus. Und... von dem Eisen ein bisschen was raus. Let's go. So, schnell Loot wegpacken. Ja, und bei schönstem Sonnenaufgang und mit zwei neuen Öfen, oder einem neuen Ofen, zwei insgesamt, beenden wir diese Folge. Vielen Dank fürs Interesse, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne den Daumen nach oben da. Beim nächsten Mal können wir uns mal nach Osten bewegen, Richtung Dschungel. Da gibt es noch viele Camps, viele Dungeons auch, die wir durchmachen müssen. Da gibt es noch Bosse, die wir für die Story brauchen. Bis zur nächsten Perch haben wir ja noch Zeit, also können wir dahin auch nochmal einen größeren Ausflug machen. Ja, und dann lasst es euch mal gut gehen bis dahin und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.